dann fangen wir an. Ich möchte mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Werner Krieger. Ich leite eine Vermögensverwaltung im badischen Freiburg, ungefähr auf der Höhe von München, aber weiter im Westen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir waren auch letztes Jahr schon hier, werden wohl München öfters jetzt besuchen, was diesen Börsentag anbetrifft. Auf der anderen Seite habe ich Verwandtschaft hier in München und sehr viele Beziehungen nach München. Deshalb bin ich auch immer wieder gerne hier. Vor allen Dingen, wenn jetzt dann wieder die Saison anfängt mit den Biergärten. Schönes Wetter haben wir ja heute. Deshalb bin ich überrascht, dass doch so viele Gäste gekommen sind. Weil viele könnten ja auch zu Hause bleiben und eher grillen. Aber mich freut es, dass Sie hier sind und sich den ein oder anderen Vortrag anhören wollen. Der Vortrag heute ist, glaube ich, sehr interessant. Es geht um eine ETF-Strategie, also nicht um eine Strategie, wo wir Einzelaktien rauspicken, was so einen Vortrag habe ich heute Morgen gehalten, sondern um eine Strategie, wie wir mit ETFs ein Depot aufbauen. Das Ganze nennen wir IQ-Systematik. Diese Strategie kann man komplett kopieren. Man kann bei uns auf der Homepage alles einschauen. Man weiß also, in welcher Region wir investiert sind und welcher nicht. Das Ganze ist kostenfrei und wir gehen sogar so weit, dass wenn wir ein Signal bekommen für eine Region, wo wir rein müssen oder raus müssen, dass wir taggleich dieses Signal an die Endverbraucher weitermelden und diejenigen das selber im Depot umsetzen können. Es ist also komplett gläsern. Wir sind dann hingegangen vor 3 Jahren und haben gesagt, diese Strategie wollen wir nicht nur so anbieten, dass sie umgesetzt werden kann vom Endverbraucher, der die ganzen Käufe und Verkäufe dann selbst tätigt, sondern wir wollen das Ganze auch in einen Fonds gießen. Und das haben wir dann vor 3 Jahren gemacht. Das Ganze haben wir in einen Fonds gegossen. Diesen Fonds kann man sich natürlich kaufen, darüber freuen wir uns natürlich. Aber trotzdem besteht weiterhin die Möglichkeit, das komplett kostenlos selbst umzusetzen. Also deshalb auch gläsern. Bei dieser Strategie geht es eigentlich um 2 Dinge. Zum einen haben wir eine Strategie entwickelt, wo es darum geht, Crash zu vermeiden. Crash werden wir weiterhin erleben, leider weiterhin erleben. Der Crash 2000 bis 2002 oder 2008 war bestimmt nicht der letzte Crash. Es werden wieder Crashs kommen. Und Crash führen halt dazu, dass das eingesetzte Kapital drastisch vermindert wird. Diesen Verlust muss man dann wieder komplett aufholen und das tut natürlich weh. Wer 50% verloren hat, muss schon wieder 100% hinzugewinnen, um wieder auf dem alten Stand zu sein. Und insofern macht es durchaus Sinn, eine Crash-Vermeidungsstrategie umzusetzen und das sehr transparent, also keine Blackbox. Das zweite Ziel der Strategie ist es, trotz der Crash-Vermeidung oder vielleicht auch durch die Crash-Vermeidung eine gute Rendite zu erzielen. Beispiel, wir hatten vorletztes Jahr immerhin eine Wertentwicklung im Fonds von 20% und im letzten Jahr gerade mal ein minimales Minus von 2%. Und insofern ist für uns die Relation wichtig, wenn es nach unten geht, wollen wir möglichst wenig verlieren und wenn es nach oben geht, wollen wir eben möglichst gut daran partizipieren. Dass das sehr gut funktioniert, und zwar schon seit Jahren gut funktioniert und transparent funktioniert, jeder nachbauen kann, das wollten wir eben beweisen und deshalb hatten wir unseren Fonds mit dieser Systematik aufgelegt. Achso, vielleicht kurz noch zu meiner Person. Unsere Vermögensverwaltung gibt es eben seit 1997. Wir arbeiten sehr eng mit RoboWeiser zusammen. Die Strategie, die ich Ihnen vorstelle, ist nicht die einzige Strategie, die wir gut finden. Es gibt sehr viele gute Strategien, die auch RoboWeiser entwickelt hat, die wir dementsprechend auch Kunden anbieten und für Kunden umsetzen. In der Vermögensverwaltung ab 500.000 Euro. Der Fonds wiederum oder diese Systematik, die geht schon ab 2.000 Euro. Das ist vielleicht der Vorteil von dem Fonds. Man kommt mit sehr kleinen Summen schon rein. Was ist immer das Wichtigste, wenn ich Geld anlege? Im Prinzip gibt es so ein magisches Dreieck. Wenn ich Geld anlege, dann ist es für uns wichtig, dass das Ganze einfach, transparent und in einer robusten Strategie passiert. Bevor wir diese Strategie offengelegt hatten oder auch bevor wir den Fonds gegründet hatten, sind wir hingegangen und haben natürlich viele, viele Tests gemacht.
Backtests sind wichtig und es ist auch die einzige Möglichkeit, um zu schauen, ob eine Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Um die Wahrscheinlichkeit, dass er auch in Zukunft funktioniert, möglichst groß zu halten, muss ich einige Dinge berücksichtigen. Dazu gehört zum anderen, dass ich viele, viele Jahre mir unter die Lupe nehme. Die Strategie, die ich Ihnen hier vorstelle, haben wir zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt zurückgetestet bis zum Jahr 1900, 120 Jahre Historie. Dann haben wir auch den DAX zurückgerechnet, den gibt es ja erst seit 1987, haben den zurückgerechnet bis in die 60er Jahre. Das heißt, wir haben das Ganze in sehr, sehr vielen Jahren getestet. Kumulieren wir alle Jahre, kommen wir auf 500 Jahre, in denen wir testen konnten, wie diese Strategie funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Sie werden wiederum Phasen vor sich haben und keiner weiß, wo es hingeht, wo wir vielleicht weiterhin eine Niedrigzinsphase haben werden, wo vielleicht inflationäre Tendenzen kommen. Es wird irgendein Umfeld auf uns zukommen, das es zwar in der Vergangenheit hier und da schon mal so ähnlich gegeben hat, wo aber doch ein Novum sein könnte. Und das muss ich einfach im Griff haben, auch in die Zukunft hinein. Und jeder, der von uns im Bereich regelbasierter Anlagen arbeitet, so wie auch meine Kollegen vom RoboVisor, haben natürlich eine Meinung zum Markt, diskretionär aus dem Bauch heraus. Und ich könnte Ihnen jetzt auch einen Vortrag darüber halten, wie ich meine, dass das Jahr 2019 weitergehen könnte. Am Ende des Tages ist das aber nicht relevant. Weil ich muss auch so demütig sein und muss sagen, ich weiß es letztendlich nicht, wo es hingeht. Es weiß niemand. Auch wenn solche Vorträge sehr gerne gesehen werden und besucht werden, letztendlich müssen wir sagen, wir müssen bei unserem Handwerk bleiben. Wir haben regelbasierte Strategien, wir haben Algorithmen, wir setzen das dementsprechend um, weil letztendlich wissen wir nicht, wo es hingeht. Mit diesem Umsetzen fühlen wir uns aber sehr wohl, weil man mit diesem Umsetzen automatisiert den Märkten folgt und dementsprechend unter dem Strich ein sehr stabiles Ergebnis erzielen kann. Das heißt, eine Strategie muss robust sein. Für uns war noch wichtig transparent, das ist vielleicht auch ein Novum. Viele bieten Strategien an und sagen nicht richtig, wie es gemacht wird. Und bei dieser Strategie sind wir tatsächlich hingegangen und haben gesagt, wir sind ganz transparent, wir zeigen ganz genau, warum wir in welchen Markt rein oder auch wieder rausgehen. Nächster Punkt, ganz, ganz wichtig, das Verhältnis von Rendite zu Risiko muss stimmen. Das bedeutet, ich habe eine gewisse Volatilität, eine gewisse Schwankungsbreite und die muss letztendlich zum erzielten Gewinn in Relation passen. Das kann man berechnen durch verschiedene Verhältniszahlen, Ratios nennen wir das, Sartino Ratio, Kalmar Ratio, Sharp Ratio etc. Letztendlich geht es darum, dass das in einem vernünftigen Verhältnis sein muss, diese Verhältniszahl von Rendite zu Risiko. Dritter Punkt, der war uns auch wichtig, gerade weil wir die transparent gemacht haben, diese Strategie. Wir haben eine sehr ruhige Strategie hier entwickelt. Wir haben pro Teilmarkt, und wir sind in 6 Teilmärkten drin, haben wir maximal 3-4 Signale pro Jahr. Es ist keine Trading-Strategie, wo ich jede Woche aktiv sein muss, wo ständig was getan werden muss. Sondern es geht nur darum, einen langfristigen, übergeordneten Aufwärtstrend zu genießen, mitzumachen und einen übergeordneten Abwärtstrend, sprich Crashs, rauszuschneiden. Darum geht es. Und es geht nicht darum, bei jeder Korrektur erschreckt rauszugehen oder überall schon frühzeitig Chancen wahrzunehmen, sondern es ist ein Management mit ruhiger Hand, kein Hin und Her. Kommen wir vielleicht zur Handelssystematik an sich. Und hier gibt es bestimmt einige, die diese Vorgehensweise zum Teil für sich selbst umsetzen, auch zum Teil schon kennen. Ah ja, okay. Dann habe ich ich darf nämlich hier nicht raus, weil ich sonst nicht mehr in der Kamera bin. Dann darf ich hier nicht raus, aber ich mache es, ich versuche es. Okay. Letztendlich machen wir Folgendes. Und das ist ja transparent und sehr einfach. Ich habe jetzt mal hier abgetragen den DAX von 2013 bis April 2018. In der nächsten Präsentation wird das Ganze wieder erweitert. Und hier sieht man einfach ganz normal, wie der DAX sich in diesen Jahren bewegt hat.
Viele von Ihnen kennen schon die 200-Tage-Linie, SMA 200, das ist die blaue Linie. Das ist eigentlich nur das arithmetische Mittel der letzten 200 Börsentage. Mehr ist das nicht. Diese Linie wird weltweit sehr, sehr stark beachtet von allen Investoren. Und die Bullen freuen sich, wenn diese Linie nach oben überschritten wird. Und die Bären freuen sich, wenn diese Linie von oben nach unten unterschritten wird. Letztendlich sagt man ganz grob, wir haben eine HOS. Wenn sich der Index oberhalb seiner 200-Tage-Linie bewegt, haben wir positiven Marktverlauf. Und wenn der Chart oder der Index durch seine 200-Tage-Linie nach unten crasht, dann ist Vorsicht angesagt, und das ist auch die Phase, in der wir im Markt nicht investiert sind. Allerdings beruhigen wir das Ganze über einen Filter. Diesen Filter, diese zwei rote Bände um die 200-Tage-Linie herum, nennt man Envelope, aus dem Englischen Briefumschlag, den man praktisch drüber legt, wie so ein Filter. Das heißt, wir beruhigen das System, indem wir nicht direkt beim Unterschreiten der 200-Tage-Linie aussteigen und nicht direkt beim Überschreiten der Linie einsteigen, sondern erst, wenn dieses obere Band durchbrochen wird oder das untere Band. Dann haben wir noch einen Trendbestätigungsindikator, das ist der MACD, der eigentlich aus drei exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten besteht. Und er zeigt uns auch sehr übergeordnet an, ist die Börsenwelt in Ordnung, so wie hier, das blaue Gebirge ist über der Wasserlinie, oder ist die Börsenwelt angegriffen, nicht in Ordnung, das sieht man dann hier, und dann haben wir dementsprechend ein negatives Signal. Diese zwei langen trendfolgenden Indikatoren, die betrachtet man sich, wenn die 200-Tage-Linie überschritten wird, das obere Band ist da schon positiv, man geht in den Markt, sprich hier in den deutschen Aktienmarkt rein, und wenn zusätzlich noch diese Linie hier überschritten wird, dann geht man sogar sehr stark in den Markt rein. Im ETF-Bereich kann man das über ein Leverage-ETF machen, also über ein gehebeltes ETF. Dann wagen wir uns oder lehnen wir uns so weit aus dem Fenster, dass wir sogar sagen, wir investieren mit 200% in den Phasen in diesem betreffenden Markt. Wenn nur die 200-Tage-Linie überschritten ist, wie hier zum Beispiel 2017 war allerdings auch diese Linie überschritten, also 200% Aktienquote. Wenn, ich versuche gerade mal eine andere Phase, wenn hier der MACD unterschritten ist und die 200-Tage-Linie überschritten, dann lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster, sondern gehen einfach zu 50% long, sprich also will ich mit 10.000 Euro speziell in Deutschland investieren, investieren wir nur mit 5.000 Euro und nicht mit 10 in den Phasen, wo die 200-Tage-Linie durch den MACD nicht bestätigt wird. Und insofern haben wir einfach eine Ampelphase. In der Grünphase sind wir 200% in den Markt investiert, in der Gelbphase, sprich das negativ und das positiv, sind wir zu 50% investiert. Und wenn die 200-Tage-Linie negativ ist, sind wir in dem Markt. Vielleicht sind wir aber in Amerika investiert, weil da sieht es ja wieder anders aus. Aber sind wir zumindest in diesem Markt nicht investiert. Das heißt, die Aktienquote pro Markt sind 200% oder 50% oder gar nicht. Wenn man sich das Ganze systematisch anschaut und zurückrechnet bis zum Jahr 1963, dann sieht man mit dieser Systematik rot, gelb, grün, also sprich, manchmal geht der Pointer nicht. Rot, gelb, grün, wenn man sich das anschaut auf dieser Grafik, also auch wieder rot, gelb, grün, dann hat man nach dieser Systematik Phasen, wo man zu 200% investiert ist, grün. Gelbe Phasen, wo man nur zu 50% investiert ist, und rote Phasen, das ist vor allen Dingen bei Crash der Fall, weil bei Crash wird die 200-Tage-Linie gerissen und der MACD ist auch negativ. Und in diesen Crash-Phasen ist man dann gar nicht investiert, man ist also flat. Hätte man 1963 10.000 Euro in den DAX investiert, hätte man bisher eine Viertelmillion gemacht aus diesem DAX.
Hätte man nach dieser Strategie in den Markt investiert, hätte man bei kleinerem Risiko, weil man nämlich die Crash nicht mitgemacht hat, also bei kleinerem Risiko 5 Millionen erzielt und nicht eine Viertelmillion. Das heißt also, es gibt Strategien, die schon seit vielen Jahren äußerst robust laufen, wo ich wenig handeln muss, wenig Signale liefert. Und wenn ich das stringent durchführe im Laufe der Jahre, kann ich damit recht ruhig mein Vermögen entsprechend vermehren. Interessant war für uns, den Dow Jones anzuschauen, weil den Dow Jones gibt es tatsächlich schon seit 1900 mit der 200-Tage-Linie und mit allem, weil die ja Vorlaufzeit braucht, konnten wir das Ganze dann seit 1903 betrachten. Und unsere primäre Intention war gar nicht mal die Rendite, sondern wir haben jetzt angeschaut, wir haben seit 120 Jahren 13 große Crashs in Amerika. Und wir wollten wissen, wie dieses System gerade in den Crash-Phasen sich bewährt hat und haben dann eine Lupe um diese Crash-Phase drüber gelegt und haben uns dann die Phasen angeschaut. Ich möchte Ihnen nicht alle 13 präsentieren, weil ich habe halt auch nur 20 Minuten und muss mich sputen. Sondern wir haben gesehen, dass man die großen Crashs, angefangen vom Eisenbahnkonflikt 1901 bis 1903, über den Ersten Weltkrieg, Technologieblase, Black Thursday oder Black Friday, je nachdem auf welchem Kontinent man sich befand, Zweiter Weltkrieg, Kuba-Krise, Rezession, OPEC-Embargo 70er Jahre, Flash-Crash 87, Dotcom-Blase 2000 bis 2002, was hier jetzt noch fehlt, ist 2018, da ist man nämlich auch sehr früh schön ausgestockt worden, also auch da hat sich's wieder bewährt. Diese Präsentation lebt, das heißt im Laufe der Jahrzehnte wird die leider immer länger werden, leider deshalb, weil wir halt Crash immer dazu bauen müssen und dann schauen müssen, wie das abgefedert wurde. Letztendlich, das sieht man sogar, 2018, ach, Sie schon dabei, Entschuldigung, haben meine Kollegen schon dazu gebaut, sehe ich gerade. Das heißt also, 2018 konnte man sehr schön parieren in dem Markt, im Dow Jones, war rechtzeitig draußen und insofern hat das Ganze sehr gut funktioniert. Was jetzt noch wichtig ist, ist Folgendes, und das ist immens wichtig. Das, was ich Ihnen gerade erläutert habe am DAX, machen wir weltweit in allen Regionen, weil das ist eine weltweit anlegende ETF-Strategie. Das machen wir also in Europa, in den Schwellenländern, Großbritannien etc. Generell sollte man wissen, das wissen Sie wahrscheinlich auch, wenn wir einen schönen großen Crash haben, dann crashen an sich alle Märkte. Es wird wohl kaum so sein, dass wir in Amerika einen großen Crash kriegen und der DAX juckt sich nicht drum. Das wird es wohl nicht geben. Das heißt, wir haben eine große Korrelation international. Das heißt, dann, wenn man die Risikostreuung am ehesten bräuchte, versagt sie in der Regel, weil wir dann nun mal überall mit den Märkten einbrechen werden. Aber, und das ist das Wichtige, in jeder Markt bricht etwas anders ein, mit einer anderen Volatilität. Der Einbruch gestaltet sich unterschiedlich, das war 2000 bis 2002 so. 2018 zwar auch alle Märkte eingebrochen, aber jeder ist rein physikalisch betrachtet unterschiedlich eingebrochen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich hingehe und investiere nach dieser Methodik, die Sie schon kennen, mit der 200-Tage-Linie, und investiere nach dieser Methodik 200% Investitionsvolumen 50 oder 0 weltweit, dann bekomme ich in jedem einzelnen Land diese Linien hier, das ist übrigens der weltweite Aktienmarkt in Euro an sich, also hier bin ich immer investiert, keine Absicherung, das ist der Index. Wenn ich dann aber alle diese Länder miteinander kombiniere, werde ich Phasen haben, wo die Absicherungsmethodik in dem Land oder in der Region nicht ganz so toll funktioniert hat, parallel aber in einer anderen umso besser. Und dadurch bekomme ich eine Verstetigung des Ertragspfades. Das heißt, die Mischung der Absicherung in allen Regionen, wenn ich zu bestimmten Prozentsätzen in diesen ganzen Regionen investiert bin, die Mischung führt zu einem recht ruhigen,
stabilen Aufwärtstrend im Laufe der Jahre und das schon seit sehr vielen Jahren. Und ich habe dann mit dem Problem, dass trendfolgende Strategien phasenweise in einer Region nicht optimal aufgehen, was passieren kann, habe ich kein Problem mehr, weil die Mischung macht's. Und deshalb nennt man das Trendphasendiversifikation. Man macht die Absicherung in unterschiedlichsten Regionen, baut dann übrigens die Regionen BIP-Gewichte zusammen. Das heißt, wir investieren nach der Wirtschaftskraft der entsprechenden Regionen, bauen dadurch das gesamte Portfolio zusammen und sind dann entsprechend investiert. Was wir übrigens noch machen, wir operieren hier nicht nur mit der 200-Tage-Linie, wie Sie hier links sehen, sondern zusätzlich noch mit der 130er. Das heißt, wir machen eine vertikale Trendphasendiversifikation. Hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach zu erklären. Nehmen wir an, Sie wollen nun mal 10.000 Euro in Europa investieren. Dann werden 10.000 Euro auf die 200er-Tage-Linie gelegt und entsprechend der Signale gehandelt. Nicht 10.000, 5.000, die Hälfte, und die anderen 5.000 auf die 130er. Damit kriegen wir auch nochmal eine Diversifikation in dieser Funktionalität und dadurch einen sehr ruhigen Ertragspfad. Hier haben wir das nochmal als Beispiel gemacht für Japan. Das ist der japanische Aktienmarkt von 96 bis 2019. Nach der 200-Tage-Linie hätte ich die braune Kurve erhalten, nach der 130er Absicherungsstrategie die blaue, und da man 50-50 macht, kriegt man die grüne. Weil ich weiß vorher nie, wird jetzt 2019 die Absicherung über die 200-Tage-Linie besser sein wie mit der 130er, weiß ich vorher nicht. Also geht man den Weg des geringsten Widerstandes und sagt, man budgetiert es im Land nochmals, und das nennt man vertikale Trendphasendiversifikation. Dann die BIP-Gewichtung ist uns wichtig. Wir investieren weltweit, allerdings nicht wie ein normaler ETF. Es gibt ja diesen MSCI World Index, den man auch als ETF kaufen kann. Das Problem ist dabei, dass halt Amerika über 50% ausmacht. Man investiert also über diesen ETF nicht entsprechend der Wirtschaftskraft der Regionen, sondern wir investieren hier entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt. Jeden Februar bekommen wir die Zahlen, welche Region hat welchen Beitrag für das Bruttoinlandsprodukt weltweit. Entsprechend investieren wir da, das heißt, bei uns ist der Schwellenländeranteil viel größer, wie er in so einem ETF oder einem Index wäre, weil die Schwellenländer wesentlich mehr schon zur weltweiten Wirtschaftskraft beisteuern, wie man nach der Marktkapitalisierung meinen würde. Genau, dann gehen wir in die lokalen Währungen noch rein. Das bedeutet, wir machen eine Währungsdiversifikation. Wir gehen also nicht hin und hedgen alles oder hedgen den Euro ab, weil wer sagt mir, dass der Euro die beste Währung weltweit ist? Das kann nun mal keiner sagen. Das wissen wir alle nicht, was die beste Währung der Welt ist. Und insofern, wenn wir irgendwo investieren, investieren wir in die lokale Währung. Dann machen wir noch eine Kleinigkeit, die ist für mich auch noch wichtig. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass wir teilweise zu 200% investieren, wenn wir Grünphase haben, was man zum Beispiel mit einem Leverage ETF machen kann. Das stimmt bei uns nicht ganz, und zwar in den Sommermonaten, weil die saisonal betrachtet oft nicht so gut laufen wie das Winterhalbjahr, ist die maximale Aktienquote im Sommerhalbjahr 100%. Das heißt, sind unsere Börsenampeln auf grün, investieren wir zwar im Sommer auch voll, aber wir machen keinen Hebel. Und dann gibt es speziell zwei Monate, das ist der August und der September. Da investieren wir zu maximal 50% in die Märkte im August und September. Das Ganze ist also noch drüber gestülpt. Allerdings, die Saisonalität hat keinen dominanten Faktor, weil es gibt durchaus Winterhalbjahre, die schlecht laufen, und es gibt Sommerhalbjahre, die auch mal gut laufen. Das heißt, nur nach Saisonalität zu gehen, würde ich nicht empfehlen, aber ich habe im Sommer in der Regel halt volatilere Märkte. Das heißt, indirekt bauen wir das mit ein, weil wir dann sagen, wir gehen halt nicht mit dem Hebel in den Sommer rein.
Das hier ist, das wird immer weitergeführt, das hier ist der MSCI World in Euro. Und hier sieht man sowohl in der Rückrechnung als auch in der Leihphase, wie sich das Ganze entwickelt. Und Ziel war es eben, wie ich ganz am Anfang gesagt hatte, wir wollen die Crash vermeiden, was wir mit der Absicherungstechnik über die 200-Tage-Linie und den MACD hinkriegen. Dann sind wir eben aus dem Markt draußen. Das Steuern, da wird jeder Markt separat gesteuert. Und insofern wollen wir einen ruhigen Ertragspfad hinkriegen, wo man sich Stück für Stück, egal was auf der Welt passiert, Stück für Stück nach oben hangelt. Diese Strategie, wie gesagt, ist so transparent, dass Sie sie selbst nachbauen können. Bei uns auf der Homepage kann man sich anmelden, dann bekommt man sogar die Signale immer geliefert. Sie könnten zwar selber zu Hause hingehen und sagen, 130-Tage-Linie ist die gerissen und die 200-Tage-Linie, wie sieht es mit dem MACD aus? Das machen Sie für alle Länder, können Sie selber machen, aber diese Signale kriegen Sie von uns eh kostenfrei, können dann das Ganze selber nachbauen. Und zusätzlich, das würde mich natürlich auch freuen, gibt es das als Fertigprodukt. Also man kann natürlich auch den Fonds kaufen und sagen, ich möchte das in einem Fonds nachgestellt haben. Und der Fonds wird jetzt auch 3 Jahre alt, wird höchstwahrscheinlich nächsten Monat die Höchstbewertung global anlegender Fonds kriegen mit einer sehr, sehr guten Benotung. Und das Verhältnis zwischen Crashvermeidung und Rendite ist halt optimal. Und insofern ist es meiner Meinung nach ein ganz gutes Basisinvestment. Und wenn Sie dann noch hingehen und zu dieser Strategie noch andere sinnvolle Strategien bei- oder dazu bauen in Ihrem Vermögen, dann sind Sie meiner Meinung nach für die nächsten Jahre ja, sehr gut gerüstet. Wir wissen alle nicht, was kommt. Wir leben aber alle noch in einem Experiment. Wir werden die Ersten sein, die eine lange Phase niedriger Zinsen durchleben werden. Wie sich das letztendlich auswirkt, wissen wir alle nicht. Und da wir das alles nicht wissen, fühle ich mich eigentlich mit solchen Strategien, die diszipliniert umgesetzt werden, ziemlich wohl. Sowohl ich für mich selbst, als auch für die Kunden. Damit bedanke ich mich schon.